Ja, willkommen zu meinem zweiten Projekt, Dear Massing Spider-Man 2. Ja, zum Zeitpunkt meiner Aufnahme jetzt ist es recht aktuell. Aber wenn ihr das seht, weil ich kann es ja jetzt nicht hochladen, weil wir kein schnelles Internet haben, wird es dann nicht mehr allzu aktuell sein, aber ich wollte es unbedingt aufnehmen. Und ja, ich muss unbedingt den Ton runterstellen, weil das einfach so laut. Eines Tages werde ich Jonah Jameson sagen, wer ich wirklich bin. Nur um den. So, und die Untertitel lasse ich an. Das ist dann leichter für euch zu mitkommen. Und wir starten ein neues Spiel. Ich würde sagen, so die goldene Mitte als Held. Und ja, ich muss meinen Speicherstand löschen. Aber okay. Ja, der erste Loading Screen dauert ewig. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, die anderen sind ein bisschen besser, aber okay. Los geht's. Halt jemand den Typen auf, er hat mich gerade beraubt. Hey Kleiner, etwas Hilfe? Nicht mein Problem. Jemand muss den Kerl aufhalten. Ja, und da sind wir auch in der Rolle von Peter Parker, alias Spider-Man. Und wir wollten hier den Räuber nicht Ist dir aufhalten. egal? Es Naja. ist allen egal, bis es sie trifft. Und sprinten können wir leider noch nicht, deswegen dauert das jetzt hier ein bisschen länger. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station. So, was machst du hier mit deinem Handy? Darf ich mal reinlugen? Ich war eine Weile weg. Ich sollte die U-Bahn nach Hause nehmen. Ja, das solltest du. Schau dir die Delle an. Das ist ein brandneuer Wagen. Du hast bei Gelb angehalten. Wer macht denn sowas? Momentchen kurz. Ganz kurz. Die Stimmen sind doch recht Lernen die Leute laut. endlich, dass man mich Stelle ich ärgert? etwas Bin beschlecht. runter? Ja, weiter Leute, die sich an das Gesetz halten. Hey! Oh, was war denn da los? Oh, Es war ganz in der jetzt können wir Nähe. rennen. Ich sollte hingehen. Untersuche den Ort der Schießerei. Oh, Onkel Welle. Ben! Onkel Ben? Nein! Nein! Onkel Ben! Peter! Ein Peter! Krankenwagen! Hilf doch jemand! Onkel Ben! Oh. Onkel Ben! Onkel Ben! Komm schon! Nein! Komm schon! Onkel Ben war mein Fels in einer Welt, in der ich auf nichts zählen konnte. Eine Welt, in der meine Eltern verschwunden waren. In der ein Biss einer genetisch veränderten Spinne mich in etwas Neues verwandelte. Doch nun war Onkel Ben tot. Für ihn, für Tante May. Und weil ich seinen Mörder nicht aufgehalten hatte, als ich es konnte, musste ich zu einem Mann werden. Zu Spider-Man. Und ich habe Gutes getan. Jede Menge Schurken geschnappt. Aber den Mörder von Onkel Ben habe ich noch nicht gefunden. Nur ein weiterer leerer Platz in einem Leben voll davon.
Der Mann, der Onkel Ben getötet hat, ist irgendwo da draußen. Und ich finde ihn. Ich werde nie aufhören, Onkel Bens Mörder zu suchen. Niemals. Ja. Onkel Ben wurde erschossen und jetzt 2 Jahre später suchen wir immer noch nach seinem Mörder. Und ja, das ist hier eigentlich nur das Tutorial. Das läuft dann nachher noch ein bisschen flüssiger, die Bewegung hier so. Dann kann ich auch noch natürlich höher schwingen. Kein Ding. Alle Einheiten in der Nähe des Tompkins Square Park. Dorfverdächtiger auf der Flucht zu Fuß. Männlich, weiß, blond, Sonnenbrille. Das klingt nach dem Typen, der Onkel Ben erschossen hat. Das sehe ich mir besser mal an. Und ja, das nächste Ziel in 250 Metern. Also gerade so um die Ecke. Das schauen wir uns doch natürlich gleich mal an. Mal hier in die Seitengasse reinlugen. Hey Larry, die Waffen sind schwer. Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich hab die Sache klar gemacht. Also bin ich der Boss und du mein Gehilfe. Also halt die Klappe und streng dich mal an. Der Anführer könnte der Kerl sein, der Onkel Ben getötet hat. Aber ich bin nicht sicher. Ich brauche ein paar Bilder von ihm. Okay. Sehen wir uns die hässliche Visage von dem Kerl mal genauer an. Gutes Foto. Und ein Foto gemacht. Das ist nicht der, den ich suche. Etwas stimmt nicht. Oh, was kommt denn da runter? Ist aber nett. Was? Zum Glück habe ich meinen Instinkten vertraut. Spider-Man? Zur Hölle, macht ihn fertig! Oh, also Y-Konter. Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtiger Krimineller. Und? Nochmal nachgedacht? Dir gehen langsam die Tricks aus, was? Nun ja. Das ist einfach nur einfach. So, Nummer 2. Ups. Ich hab mich tatsächlich getroffen. Nummer 4. Ach. Du wirst für deine Taten büßen, Spider-Man. Da kommt er ja. Oh, nett. Nett. Habe ich nicht bereits mit dir gekämpft? Kann es sein, dass du gar keine originellen Moves drauf hast? Ach, so macht man Signature Moves. Wenn der Gegner betäubt ist, dann B drücken. Dann macht man Signature Move. Okay. Lass mich runter! Lass mich runter! Sei still! Zeig mir deine Hände! Du hast Glück. Ich bin nicht hinter dir her. Oder hast du dir ein Tattoo entfernen lassen? Nee, Mann, nee. Ich habe Angst vor Nadeln. Und Höhen. Hier passiert nichts, bis sich das Netz auflöst. Aber bis dahin ist die Polizei hier. Wahrscheinlich. Los. Bitte, was soll ich tun? Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen, aber bitte lass mich runter. Im Knast gibt es überall die gleichen Modemagazine. Es gibt jede Menge Kriminelle, die genau wie du aussehen. Ich versuche, den hier zu finden. Der verkauft Waffen an meinen Boss, Herman Schultz. Durch Lügen wird meine Stimmung nicht besser. Ja, ich schwöre. Mr. Schultz schließt jetzt gerade einen Deal ab. Weiß nicht, ob der da dabei ist, aber er kauft genug, um es mit einer Armee aufzunehmen. Welche Armee? Die Russen, Mann. Sie rüsten auf, wir rüsten auf. Üble Zeiten, Mann. Man muss auf alles gefasst sein. Weißt du, wovon ich rede? Sag mir, wo ich Schultz finde, okay? Dann darfst du es dir vielleicht an einem Hydranten bequem machen. Ja. Ha? Was sagst du? Klingt doch gut, oder? Ha? Haben wir einen Deal? Ja, sieht so aus. Let's sprint. Oh, auf den Helikopter. Ach, und den Schwung mitnehmen. Ja.
Ja. Ich muss zu der Baustelle, wenn ich diesen Herman Schulz finden will. Machen wir uns doch mal auf den Weg zur Baustelle. Ja, ich denke, dann werde ich das mit der Baustelle noch machen und dann werde ich den Part hier auch beenden. Den ersten. Ja. Wahnsinn! Jetzt, wo die Cops erledigt sind, haben die Crews in der Stadt kaum noch Waffen. Das ist ein eindeutiger Vorteil für uns. Du meinst uns? Her damit! Dann lebt ihr vielleicht weiter. Euch, ihr Idioten! Wie wär's, wenn ich die Waffen nehme? Ich denke nicht, dass ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt. Lustig. Weil die steht natürlich da in der Mitte. Die gehören jetzt uns! Gut. Sichere die Munitionskisten. Leute, ich habe... So kann ich nicht arbeiten. Du hast Mundgeruch. So. Kriegen die erstmal fett auf die Kauleiste. Gelehnt. Wie, du hast ein Messer? Hey, ist ja mal unfair. Lebe ich an dir dran. Batz. Oh, fällt durch die Mauer durch, gleich so heftig, ja? Sieh her, ich hab trainiert. Oh, Signature Move. Ganz sauber. Eingewickelt. So, dann. Wir sind alle besser dran, wenn niemand die Munition in die Finger bekommt. Wenn ich mich konzentriere, finde ich vielleicht die anderen Munitionskisten. Ja, da und da unten. Daran werde ich lange denken. Nicht an den Kampf, sondern wie gelangweilt ich bin. Du wirst langsam... Ah. Noch. Versuchst du das nicht? Und nicht zu Hause nachmachen. Und auch die Einspinnen. Das waren zwei. Versuchen wir den Triple. Ja, klar, versuchen wir den Triple. Die steht da unten. Hi, Jungs. Keine Sorge im Knacken. Der Service hier ist einfach schrecklich. Ich möchte den Manager sprechen. Mr. Schulz? Keine Sorge, der findet dich. Möglich. Diesmal nicht, Kumpel. Okay, dann gebe ich eben an. So, bisschen eingesponnen noch. Und Quatsch. Und die letzte Munitionskiste ist sicher. Darum werde ich nie zu Bandenkriegen eingeladen. Ich verderbe allen den Spaß. Oh ja, Herman Schulz. Du musst Schulz sein. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Du willst es mit mir aufnehmen, was? Ich werde es dir nicht einfach machen. Genau. Übertreib. Ich eh keine Chance. Mann. Jetzt komm schon. Deine Freunde waren netter. Du hast dir gerade ein Ticket in die Hölle gekauft. Oh nein, ich hab ja solche Angst. Komm her. Ich würde dir ja gerne sagen, dass das Leben andere. Oh, das war's schon. Ja, schau welchen bitte. Aua. Ich flehe dich an, Mann. Töte mich nicht wie die anderen. Wir können eine Abmachung treffen. Die anderen? Ich habe Geld, Waffen. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich hörte, du machst Geschäfte mit diesem Typen. Klar. Was willst du wissen? Ja, dazu muss ich ganz kurz sagen, ich lasse die Dialoge einfach kurz durchlaufen. Danach werde ich dann den Part beenden, das mache ich immer. Aber wenn wir später dann so Audioaufzeichnungen oder so finden, dann scrolle ich einfach den Text durch, dann könnt ihr das lesen, aber ich werde es nicht vorlesen, weil das eindeutig zu lang dauert.
Das Tattoo, was bedeutet es? Das ist so ein Gang-Ding. Es gibt keine Gangs mit diesem Symbol. Nur ein paar Leute haben es. Er muss so eine Art Spezialist sein. Jemand, der alles besorgen kann, wenn man dafür bezahlt. Und der jeden umbringt, der ihm in die Quere kommt. Ja, das dachte ich mir schon. Warum könnt ihr euch mit den Russen nicht einigen? Hä? Machst du Witze? Nach allem, was sie uns angetan haben? Meine Männer denken einfach, dass sie etwas tun müssen. Ist schlecht fürs Geschäft. Aber was willst du machen? Hä? Es beenden. Und du sagst mir wie. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du mich fragst, wird es dann erstmal nur viel schlimmer werden. Hä? Wer ist der Mann auf dem Bild, hä? Carradine. Keine Ahnung, ob das sein richtiger Name ist. Er verkauft Waffen. Ohne lästige Prüfung der Personalien. Wo trefft ihr euch? Jedes Mal woanders. Man lässt verbreiten, dass man etwas kaufen möchte und schon ruft er an. Immer mit einem Prepaid-Handy. Echt paranoid, der Typ. Er muss ein schlechtes Gewissen haben. Komm schon. Wird das ein Deal? Ja? Wenn du den Typ auf dem Bild suchst, geh zu einem Waffenhändler in Alphabet City. Er heißt Carradine. Ich glaube, ich habe seine neue Nummer hier in meinem Handy. Halt! Oh ja. Mist! Ich war so auf die Antworten aus, dass er mich einfach austricksen konnte. Und weg ist er. Tja. Schade, Spider-Man. Ja. wenn er dann mal fertig geladen hat, dann würde ich gerne den Part beenden. Aber er lädt halt noch. Ja. Gut. Wie hat Captain Stacy immer gesagt? Die großen Fische fängt man mit den kleinen. Ja. Die Effektivitätsstufe wurde erhöht, das ist schon mal schön. Ja. Leisten könnten wir uns nur Reichweite und Werfen. Und da ich Werfen eh so gut wie nie benutze, werde ich Reichweite machen, weil das bringt es einfach echt richtig. Und ja, Sicht werde ich dann auch noch machen. Effizienz werde ich dann sicher auch noch machen. Aber jetzt steht uns ja auch noch gar nicht so viel zur Verfügung. Und ja, die nächste Hauptmission ist, glaube ich, auch noch gar nicht hier auf der Karte in einem. Ist sie nicht. Jetzt. Aber den Kommunikationsturm finden werden wir erst im nächsten Part. Waffenhändler sind meistens paranoid und vorsichtig. Ich kann Carradine nur finden, wenn ich die nächste Antenne hacke und seine Anrufe abfange. Ja, wie gesagt, das werden wir erst im nächsten Part machen. Bis dahin, ciao.